Servus, Gateway Gamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zum ersten Teil meiner neuen Let's Play-Serie. Wieder in meiner Lieblingsspiele-Serie Comet Mission. Diesmal machen wir mit Comet Mission Black Sea einen Sprung in die Zukunft. Weg vom Zweiten Weltkrieg hin zu moderner Kriegsführung. Und deshalb gleich eins vorweg. Mit modernen Szenarien und aktuellen Waffensystemen kenne ich mich nur rudimentär aus. Aber für mich ist es jetzt an der Zeit, diese Wissenslücke Stück für Stück zu füllen. Ich merke immer öfters, dass mir bei vielen Waffensystemen, Fahrzeugen, Ausrüstung und natürlich auch Taktiken der Hintergrund fehlt. Auch vor dem Hintergrund, um aktuelle militärische Meldungen und Ereignisse besser einordnen zu können. Darum habe ich mich nach längerem Ringen dazu entschlossen, ein Let's Play in Comet Mission Black Sea zu starten. Das Spiel kam bereits 2014 auf den Markt und hat das damals hypothetische Szenario eines Überfalls Russlands auf die Ukraine als Hintergrund, bei dem die NATO und maßgeblich die USA ebenfalls militärisch involviert sind. Das ist mittlerweile ja leider sehr nahe dran an der Realität. Das schon mal vorweg als wichtige Warnung für all diejenigen unter euch, denen das zu nah dran ist an der Wirklichkeit. Ich habe mich für das im Spiel enthaltene Rolling on the River Szenario entschieden. Ein Begegnungsgefecht zwischen einer verstärkten US-amerikanischen Combat Striker Company gegen russische mechanisierte Infanterie. Das bedeutet, dass zwei in etwa gleich große Einheitenverbände gegeneinander antreten. Und wir werden jetzt hier in dem Briefing sehen, um was es geht. Generell, das Spiel ist im größten Teil auf Englisch. Man kann die Benutzerführung, man kann die UI umstellen auf Deutsch. Es sind da ein paar Befehle, die man auf Deutsch lesen kann, aber leider sind die Briefings nach wie vor komplett in Englisch. Ich habe deswegen mir erlaubt, das Briefing, das ihr jetzt hier seht, auch mal auf Deutsch zu besetzen und da fangen wir jetzt einfach mal an damit. Lage. Guten Morgen, Sir. Wie Sie wissen, haben die Streitkräfte der Koalition endlich die Initiative in diesem Krieg ergriffen. Nach der siegreichen Schlacht um Kiew und der Sicherung des Brückenkopfes über den Dnieper hat unsere Taskforce den Befehl erhalten, die feindlichen Kräfte aus der Ostukraine zu vertreiben. Elemente des Striker-Bataillons und ihrem Kommando haben den Auftrag erhalten, sich auf die Stadt Pischane zuzubewegen und die südwestlichen Außenbezirke entlang des Subway-Flusses auszukundschaften. Sie sollen dann starke Stellungen entlang der Eisenbahnlinie Kiew-Cherkassy für Folgeoperationen sichern. Damit man sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen kann und ich möchte es auch erwähnen, es ist nicht unbedingt zwingend nötig, aber das sind Sachen, die quasi im Hintergrund in meinem Kopf ablaufen und das Ganze hier so ein bisschen in ein grobes operatives Gesamtbild einordnen, habe ich jetzt hier mal den ersten Teil des Briefings auf dieser Karte angeordnet. Wir können hier oben links sehen, ist Kiew, dann folgt hier der Dnieper und das ist im Prinzip der Brückenkopf, den hier die SBCT, das ist ein Striker Brigade Combat Team, bestehend aus drei Bataillonen. Und ja, ich habe es mir jetzt fiktiv so ein bisschen hingemalt. Und zwar die Bravo Kompanie, die Charlie Kompanie des ersten Bataillons SBCT hat jetzt quasi diesen Brückenkopf aufgemacht über den Dnieper. Und hier unten ist jetzt tatsächlich der Bereich oder beziehungsweise die Einheit, mit denen wir spielen werden. Die Alpha Kompanie, erstes Bataillon. Ebenfalls Teil des Striker Brigade Combat Teams und die haben den Auftrag, hier in Richtung Pischane vorzustoßen. Hier ist die Ortschaft Pischane und ich habe euch jetzt hier mal das entsprechende Kampfgebiet markiert mit dem rechtlichen Kasten. Und hier kann man auch schön sehen die Eisenbahnlinie, die hier von Nordwest bis Südost durchläuft. Und wie wir bereits gehört haben, sollen wir entlang dieser Bahnlinie starke Stellungen errichten, um Folgeoperationen zu ermöglichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Folgeoperationen, wir können jetzt hier sehen, ich habe hier unten mal eine zerstörte Brücke eingetragen, das wäre wahrscheinlich eine Brücke gewesen, die die Striker Brigade Combat Team hätte nutzen können. Die stelle ich mir jetzt einfach vor, dass sie zerstört ist und deswegen müssen wir hier oben im Prinzip diese Eisenbahnbrücke, die sich hier befindet, sichern und einnehmen. Das Schöne an Combat Mission ist, dass oftmals die Missionen, die im Spiel enthalten sind in Szenarien, als Grundlage echte Karten verwenden, so auch hier. Und ich lege jetzt hier einfach mal die Ingame-Karte drüber. Jetzt können wir sehen, dass wir in diesem Bereich die Karte, ja, deckt sich ganz gut ab, wie ich finde. Auftrag. Der Spähtrupp soll die feindlichen Stellungen auskundschaften, während die Hauptstreitkräfte sich nähern, um sich dann über den Fluss nach Südwesten für einen Vorgriffauftrag zurückzuziehen. Vielleicht schauen wir uns das einfach auf der Karte direkt schon mal an. Hier sind erstmal unsere eigenen Einheiten. Und wir haben gerade gelesen, dass wir sollen uns auf die Stadt Pischane zubewegen. Ich mache mal hier die Landmarks ein. Wir können jetzt hier vorne wahrscheinlich die Vororte von Pischane sehen. Das heißt, wir sollen hier auskundschaften. Und die südwestlichen Außenbezirke entlang des Supoi-Flusses auskundschaften. Das heißt, hier ist der Fluss Supoi, der nur an einer einzigen Stelle überquert werden kann, nämlich hier bei dieser Eisenbahnbrücke. Hoppala, ist mir die Kamera abgehauen.
Einmal bei dieser Eisenbahnbrücke. Und wir sollen dann starke Stellung entlang der Eisenbahnlinie Kiew-Tscherkassy. Wir können hier sehen, das hier, was hier so grau einmal quer durch die Landschaft geht, ist die besagte Eisenbahnlinie, die auch eine Besonderheit hat. Die ist auf so einem kleinen Damm. Und deswegen werden wir auch nachher bestimmt in der Analyse des Geländes sehen, wie wichtig dieser Bahndamm sein wird. So, Auftrag. Der Spieltrupp soll die feindlichen Stellungen auskundschaften, während die Hauptstreitkräfte sich nähern, um sich dann über den Fluss nach Südwesten für einen Vorgängerauftrag zurückzuziehen. Südwesten, müssen wir mal schauen. Es geht dann quasi da hinten wieder zurück. Das betrifft uns jetzt aber erstmal nicht, denn wir haben jetzt erstmal den Auftrag hier. Die Ziele der Hauptkampfgruppe sind die Einnahme der Stellungen entlang der Bahnlinie, einschließlich der Brücke, um die Erkundung des Gebietes in der Nähe von Pischkane. Der Spähtrupp X-Ray hilft bei letzterem, aber sie sollten das Gebiet unversehrt verlassen. Also unser Hauptauftrag, und ich blende jetzt hier auch mal die Objectives ein mit Alt-J, sind die Bahngleise und Stellung dort zu sichern, in dem Fall hier diese Loading Area. Ja, da werden wahrscheinlich Güterzüge beladen. Und RR Bridge ist die Railroad Bridge, die Eisenbahnbrücke. Und hier hinten haben wir noch, geht's nach Tscherkassy. Also wir sollen diese Stellungen hier sichern. Und unser Aufklärungstrupp mit dem Namen X-Ray soll das Gebiet unversehrt verlassen. Das, denke ich, wird noch eine große Rolle spielen. Verbündete Streitkräfte. Feindlicher Beschuss unserer Übergangspunkte über den Fluss hat unseren Nachschub behindert. Jetzt nochmal das Lagebild auf unserer Übersichtskarte. Hier unten ist ja unser Aufklärungsplatoon namens X-Ray. Ich habe hier auch bereits die Objectives eingetragen. Einmal hier oben bei der Loading Area, hier die Wetterstation, hier die Brücke und hier den Exitpunkt, wo das Platoon X-Ray später wieder verschwinden soll. So, jetzt aber weiter mit dem offiziellen Briefing. Da die Zeit dringt, haben wir die Alpha Company zusammen mit dem größten Teil der HQ Company auf den Einsatz vorbereitet. Der Rest des Bataillons sollte in 3 Stunden bereit sein, sich ihnen anzuschließen. Damit ist natürlich nicht der kleine Fluss hier unten gemeint, sondern ich gehe nochmal zurück und ich habe schon einige weitere Daten eingetragen. Der große Fluss hier, den Dnieper. Und hier hat feindlicher Artilleriebeschuss eben dafür gesorgt, dass unser Striker Brigade Combat Team ja noch nicht vollständig über den Fluss drüber ist. Wie gesagt, das, was jetzt hier eingezeichnet ist, so grob, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ich habe jetzt hier die Charlie Company, die Bravo Company, die können also quasi auch zu unserem Bataillon dazu. Allerdings sind wir natürlich nur mit ja, unserer Kompanie plus Unterstützungskräfte vom Bataillon unterwegs, wie wir dann gleich sehen werden. Derzeit hat unser Aufklärungszug das Einsatzgebiet erreicht. Schauen wir mal, unser Aufklärungszug, das werden dann hier die Striker sein, hat das Einsatzgebiet erreicht. Sie haben ihr eigenes RQ-11 zur Unterstützung erhalten. RQ-11 ist eine Drohne, kommen wir nachher noch drauf. Die Alpha-Kompanie und Unterstützungseinheiten werden innerhalb der nächsten 30 Minuten eintreffen. Die 155mm Batterie sollte ab diesem Zeitpunkt ebenfalls verfügbar sein. Alpha-Kompanie umfasst 3 Züge und eine Mörserabteilung. HQ-Kompanie umfasst eine Scharfschützengruppe, ein MGS-Zug, steht für Mobile Gun System, ein Mörserzug sowie unseren Aufklärungszug. Beide Kompanien verfügen über eine Drohne. Eine TOW- und Tow-Abteilung ist ebenfalls auf dem Weg. Kleiner Tipp, Briefings in Combat Mission sind nie schnödes Beiwerk, sondern halten sehr, sehr viele wichtige Informationen. Unter anderem haben wir jetzt gelesen, oben Informationen, ich drösel jetzt einfach mal ein bisschen mehr auf, weil der eine oder andere doch immer wieder mal über solche Kleinigkeiten stolpert, beziehungsweise Kleinigkeiten sind es nicht. Wir haben jetzt hier die Information gehalten, der Rest des Bataillons sollte in 3 Stunden erscheinen. Da dieses Szenario nur 2,5 Stunden geht, ist das quasi außerhalb unseres Zeitrahmens. Wir werden mit der Alpha-Kompanie arbeiten, hier mit unserem Aufklärungszug und dem Kompaniezug. Das ist das, was uns jetzt hier zur Verfügung gestellt wird, plus die Mörserabteilung und der Mobile Gun System Zug. Also diese Information ist wichtig hier in dem Briefing, dass nicht, dass man davon ausgeht, dass der Rest der gesamten Striker Combat Brigade ebenfalls noch kommt. Es werden also nochmal 2 weitere Kompanien. Eine Kompanie plus Unterstützungstruppen. Die Informationen müssen wir uns jetzt einfach hier rausziehen und merken. Die Russen halten das Gebiet unter umfangreichen SAM-Schutz, Surface-to-Air-Missile, also Boden-Luft-Raketen. Und unsere Luftwaffe ist nicht scharf, darauf einzugreifen, bevor sie das erledigt haben. Wir haben noch zuverlässige AH-64-Unterstützung, also Kampfhubschrauber. Auf dem Weg zu dem wurde uns eine Grey Eagle-Drohne zur Unterstützung versprochen. Das heißt, die Sowjets haben
starke Luftabwehrkräfte und unsere Luftwaffe ist da nicht bereit dafür, sich sozusagen zu opfern. Feindliche Truppen. Nach dem Rückzug des Feindes haben wir keine gesicherten Erkenntnisse über seine Pläne. Im Umkreis von wenigen Stunden operieren mehrere russische mechanisierte Einheiten, darunter eine T-90-Brigade. Und um Pishane gibt es starke Luftabwehrsysteme mit mittlerer und kurzer Reichweite, sodass mit heftigem Widerstand zu rechnen ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Befehls hat unsere luftgestützte Aufklärung keine erkennbaren feindlichen Aktivitäten in den Zielgebieten festgestellt. Aber die Lage kann sich schnell ändern, wenn sie von unseren Absichten erfahren. Also, neben der Information, was wir für eigene Kräfte haben, und ich kann mir vorstellen, dass es momentan ein bisschen schwierig ist, sich das vorzustellen, was noch alles kommt, aber da habe ich einen kleinen Trick für euch, da kommen wir gleich noch dazu, haben wir auch schon die erste Information über den Feind. Zwar sehr, sehr grob, also mechanisierte Einheiten, das heißt, die werden auch auf Truppentransporte zurückgreifen, BRDMs oder BMPs oder was es noch so alles gibt. Ich lasse mich ja dann überraschen. Unter anderem aber auch eine T-90-Brigade. T-90 sind natürlich Hauptkampfpanzer und dementsprechend stehen uns da eventuell auch ja wirklich schweres Gerät gegenüber. Plan. Ihr Aufklärungszug hat viel zu tun. Er soll die feindlichen Stellungen auskundschaften, während sich die Alpha-Kompanie nähert, die feindlichen Späher fernhalten und gleichzeitig aber alle Gefechte vermeiden, um das Einsatzgebiet im Südwesten unbeschadet zu verlassen. Es gibt nur eine Brücke zum Verlegen nach Südwesten und keine durchlässigen Stellen, von denen wir wissen. Also ist es notwendig, diese Brücke zu sichern und den Zug in irgendeiner Form Deckung zu geben. Sie müssen nicht sofort abziehen, das Timing ist Ihnen überlassen. Also, wir sollen mit unseren Aufklärern das Gebiet aufklären, bevor unsere Folgetruppen kommen. Und wir können mal eben schauen, derzeit ist es 7.40 Uhr. Und wenn ich jetzt ins Briefing reingehe und unten auf Tactical Map gehe, kann ich sehen, wann die Verstärkungen kommen. Wir haben Verstärkungen, der erste Zug kommt um 7.55 Uhr, die Headquarters Company kommt um 8 Uhr, der zweite Zug kommt um 8 Uhr und der dritte Zug um 8.05 Uhr. Und jetzt haben wir es 7.40 Uhr, das heißt in 15 Minuten müsste schon der erste Zug kommen. Das heißt, wir sollten natürlich in der Zeit schauen, dass wir hier relativ aggressiv aufklären. Die Aufklärungsabteilung kommt hier in dem Spiel entscheidend eine besondere Bedeutung zu, denn sie soll das Einsatzgebiet hier wieder verlassen für einen Folgeauftrag. Hier Richtung Tcherkassy ist die Exit-Zone. Und der einzige Weg, der hier über diesen Fluss drüber führt, ist diese Eisenbahnbrücke. Dementsprechend ist das natürlich eines der wichtigsten, Gebiete hier auf der Karte, die es zu erobern gilt und vor allem auch zu halten gilt. Was interessant ist, ist zu wissen, dass die nahezu sämtliche Fahrzeuge bei mechanisierten Einheiten sind amphibische Fahrzeuge. Das heißt, die können relativ problemlos Flüsse überwinden. Dementsprechend ist das hier für die Sowjets zwar ein Hindernis, aber kein echtes, während für mich nur der Weg über die Eisenbahnbrücke bleibt. Das könnte auf alle Fälle relativ spannend werden. Die Alpha-Kompanie und ihre Unterstützungskräfte haben einen doppelten Auftrag. Einerseits sollen sie einige vorgelagerte Ziele aufklären, andererseits müssen sie Positionen entlang der Bahnlinie sichern. Schauen wir uns das nochmal an. Und auch das kann man hier auf der taktischen Karte im Briefing sehen. Ich gehe mal auf Tactical Map. Wir können hier oben sehen die Mission Objectives, die Railroad Bridge Occupy, also besetzen, gibt mir 200 Punkte, die Loading Area an den Bahngleisen gibt mir 200 Punkte, die Wetterstation gibt mir 100 Punkte. Und wenn unsere Aufklärungsabteilung den Punkt Scout RR Exit berührt und damit das Kartenfeld verlässt, gibt 300 Punkte. Also wir sehen schon, dass das extrem wichtig ist, dass unser Aufklärungszug möglichst unbeschadet das Spielfeld verlassen kann. Und dann haben wir noch Scout Animal Farm, 50 Punkte, Scout Woods, also Wälder aufklären, 50 Punkte und irgendein Feld. Das können wir uns jetzt auf der Karte hier ebenfalls auch schon anschauen. Ich habe jetzt mal sämtliche Zielpunkte ein. Hier haben wir die Eisenbahnbrücke. Drüben die Loading Area, die wir sichern sollen. Und diese Wetterstation, die wir ebenfalls sichern sollen. Könnte eine gute Position für Luftabwehr sein. Bin mal gespannt. Und dann haben wir hier vorne noch Bereiche, die wir aufklären sollen. Das heißt, wir sollen sie mit irgendeiner Einheit mehr oder weniger in Anführungsstrichen berühren, dort reinlaufen. Und dann können wir uns wieder zurückziehen. Wir sollen den Wald hier auskundschaften. Wir sollen hier den Rand dieses Weizenfels oder was es ist, auskundschaften. Und eventuell sogar noch Aufklärer hier bis zur, wahrscheinlich ist es eine Hühnerfarm, also Tierfarm bringen. Ob wir so weit vorrücken können, bin ich mal gespannt. Das ist also der Auftrag der Alpha-Kompanie. Alpha-Kompanie hat also den Auftrag, die Position einzunehmen, ein bisschen zu scouten, zu kundschaften und natürlich dann auch den Aufklärungszug, der für eine weitere wichtige Aufgabe vorhergesehen ist,
den Rückzug zu ermöglichen. Gut. Ja, möglicherweise müssen Sie abwägen, welche Ziele Sie anstreben und wie Sie den Quaytrupp bei der Bequerung des Flusses unterstützen. Also, wie gesagt, wir haben jetzt einige wichtige Informationen erhalten. Und da ich mich jetzt in diesem Titel nicht so gut auskenne und bei mir auch immer wieder mal die Frage aufkommt, wie kann ich denn jetzt solche Briefings, wenn ich keine Ahnung habe von militärischen Strukturen, wie kann ich denn hier mir überhaupt ein Bild davon machen? Denn ich habe jetzt so einigermaßen das Bild meiner eigenen Einheiten und der des Gegners im Kopf. Allerdings auch nicht so wirklich hundertprozentig, da ich mich in modernen Settings nicht auskenne. Und wer einfach Schwierigkeiten hat in dem Briefing und nicht weiß, was dann für Kräfte erwarten, denn in vielen Szenarien ist es einfach so, wir haben im Prinzip Einheiten, die versetzt kommen, also dass nicht alle Einheiten direkt auf der Karte sind, sondern dass die Verstärkungen einfach nach einer gewissen Zeit dazukommen. Und wenn man einfach nicht weiß, wovon die Rede ist, dann ist es schwierig. Aber dafür gibt es einen Trick. So, und der Trick ist eigentlich relativ einfach. Ihr könnt für solche Zwecke den Szenario-Editor benutzen. Und davon abhängig, mal schauen, Karte ist eigentlich wurscht. Das muss jetzt einfach, wir haben jetzt hier einfach eine flache Karte gewählt. Und wir gehen jetzt hier auf Units und wir können uns hier anschauen, Purchase Blue. Das heißt, ich kann hier Blue Force kaufen. Und ich sehe jetzt hier, dass wir eine, hier unten, Striker Infantry Battalion Task Force. Und wenn ich jetzt einen so nehme und mir dort reinziehe, habe ich jetzt erstmal alles drin, was in einer normalen Striker Infantry Task Force mit drin ist. Wir wissen aus dem Briefing, wir haben zwei Kompanien weniger, die entferne ich jetzt einfach mal. Delete. Wir haben also die Alpha Company. Combat Engineers haben wir auch nicht dabei, haben sie nicht gesagt. Anti-Armor Platoon haben sie auch nicht gesagt. MGS Platoon ist dabei. Und die Artilleriebatterie. Dann das Bataillon war nicht mit dabei. Und so kann man sich im Prinzip aus den einzelnen Einheitenformationen, die hier quasi in Combat Mission hinterlegt sind, und die sind sehr, sehr akkurat. Zumindest war das in den Zweiten Weltkriegstiteln der Fall. Ob es hier in diesem modernen Titel auch der Fall ist, kann ich jetzt noch nicht so beurteilen. Wird mir aber sicherlich im Laufe der Zeit auch gelingen. Aber was ich jetzt hier machen kann, ist, wenn ich nicht weiß, was ist denn alles in so einer Striker-Kompanie drin, kann ich es jetzt hier sehen. Ja, also genau aufgeschlüsselt und letztendlich kann ich die Einheiten dann auch auf die Karte transferieren. Ich lade das jetzt gerade schon mal rein, denn ich habe mir die schon bereitgelegt. Und wenn man dann seine Einheiten, wie jetzt hier in meinem Safe Game quasi reingeladen hat, kann man sich die auf der Karte anschauen. Ich gehe jetzt hier einfach auf Deploy Blue. Und wo vorher im Prinzip bloß der abstrakte Begriff da war, was ist denn eine Striker Combat Brigade, wie sieht denn eine Kompanie aus mit mechanisierter Striker Infanterie? Habe ich jetzt im Prinzip hier dargestellt. Wir können jetzt hier schauen, wir haben einmal hier vorne unser Zugführer von der Alpha Kompanie und hier hinten erstmal die drei Züge. Ein Zug, können wir sehen, besteht aus 1, 2, 3, 4 Striker Fahrzeugen. Das hier ist der zweite Zug mit 4 Striker Fahrzeugen und der vierte Zug mit 4 Striker Fahrzeugen. In jedem der Truppentransporter ist natürlich auch ein Trupp Infanterie plus schwere Waffen. Und so hat man einfach jetzt schon mal eine bisschen bessere Vorstellung, was uns nachher erwartet. Denn derzeit haben wir lediglich, ich suche jetzt gerade mal unseren Aufklärungstrupp. Wo könnte denn der sein? Das sind die Mörser. Wo sind die Aufklärer? Mobile Gun System. Hier sind die Aufklärer, genau. Hier ist unser Aufklärungszug, also das können wir sehen, das ist derzeit für uns auf der Karte zu sehen. Das haben wir jetzt quasi am Kartenanfang gesehen. Das sind unsere Aufklärer, 4 Striker, und zwar in der Variante M1127. Was das genau bedeutet, schauen wir uns natürlich auch noch an. Noch dazu bekommen wir später dann, das wissen wir jetzt auch schon, insgesamt 3 Züge. Der erste Zug, zweiter Zug, dritter Zug. Der Alpha Company und dementsprechend weiß ich schon im Kopf so ein bisschen an, nach einer Viertelstunde kommen weitere 4 Fahrzeuge, nach 15 Minuten kommen weitere 4 Fahrzeuge, nochmal 5 Minuten kommen nochmal 4 weitere Fahrzeuge. Dazu bekommen wir den Mörserzug, den habe ich jetzt hier mal dargestellt. Es sind dann hier nochmal 4 Fahrzeuge mit 120mm Mörser. Können wir auch schön sehen, dass der hier in das Fahrzeug integriert ist. Die kriegen wir dazu, dann ist hier die MGS-Variante, die Mobile Gun System-Variante mit der 105mm Kanone. Ist es 105mm? Ja, 105mm Kanone für Infanterieunterstützung und Panzerabwehr. Und hier unser Aufklärungszug. Also das, wie gesagt, als kleiner Trick, wenn man vor einem Szenario mal wissen möchte mit Verstärkungen, was kommt denn da noch alles, was kann ich da erwarten? Ob das jetzt wirklich hundertprozentig so passieren wird, wie ich mir das jetzt zusammengebaut habe? Hundertprozentig nicht,
aber wahrscheinlich ziemlich nah dran. Und dasselbe kann ich auch mit dem Feind machen. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe die auch schon hier schon reingeladen. Purchase Red. Da muss ich natürlich jetzt ein bisschen, tja, zaubern oder in die Glaskugel schauen. Ich weiß nicht genau, was mir entgegenkommt. Ist es mechanisierte Infanterie mit auf BMPs, auf Wusste BTRs, ich. auf MTLBs? Das weiß ich nicht genau, aber ich habe mir, um groben Überblick zu verschaffen, hier einfach mal eine motorisierte Schützenbataillon in den Ether geladen, habe dann hier auch schon mal zwei Kompanien rausgenommen. Ich gehe davon aus, die Kräfte sind ungefähr einigermaßen gleich verteilt. Dementsprechend müsste das ähnlich wie bei mir sein mit einer Kompanie. Und auch hier können wir schauen, Reinforcement Red, wie das Ganze, nee, das war es nicht, Deploy Red, wie das Ganze aussieht und was wir grob an Gegenwehr zu erwarten haben. In dem Fall ist es für mich fast noch wichtiger als meine eigenen Kräfte, denn ich kenne mich mit nicht aus. Ich habe jetzt hier mal Fahrzeuge genommen, die kenne ich auch noch nicht, die MTLB. Da werden wir uns auf alle Fälle gleich noch was drüber lesen. Und wir können hier sehen, dass die sowjetischen Schützenzüge jeweils nur drei Fahrzeuge haben. Das ist also anders als bei den Amerikanern, die vier Fahrzeuge in einem Zug haben. Und dementsprechend kann man sich jetzt hier anschauen, was die Sowjets eigentlich so, ich sag mal, im Groben auf Schlachtfeld führen können. Ich lasse mir sowas als Referenz immer offen. Also ich hoffe, dass euch der Tipp vielleicht auch geholfen hat, wenn ihr nicht genau wisst, was gerade Sache ist, geht in den Editor und ladet euch die Sachen rein. Im Übrigen kann man dort auch mal das ein oder andere Waffensystem mal ausprobieren, ohne dass man in einem heißen Szenario, wo es dann wirklich aufs Ganze geht, das erstmal ausprobieren muss. So, Plan wäre es im Prinzip mit, ich schätze mal, ich würde mal sagen, dass wir hier wahrscheinlich mit einem Zug hin verlegen und hier drüben in dem Bereich ebenfalls mit einem Zug hin verlegen, um eben von diesem Bereich aus hier quasi in die Mitte feuern zu können, tief ins Hinterland mit rein, und dass wir aber auch aus den Stellungen hier in den mittleren Bereich wirken können. Denn letztendlich bleibt es den Russen ja nicht viel anderes übrig, als sich von hier aus über diesen Bereich zu bewegen und über diesen Bereich zu bewegen. Und die beiden Anmarschwege möchte ich im Prinzip zumachen und dem Gegner da quasi Bewegungsfreiheit nehmen. Ob das so schnell gelingt, weiß ich nicht wirklich. Das wird sich zeigen. So, wir werden jetzt die beiden Teams aufteilen. Wir können hier auch schon sehen, dieses vierte Reconnaissance Vehicle. Hier haben wir das Third Reconnaissance Vehicle mit dem MK-19 Granatwerfer. Hier vorne die M2 mit dem 50 Kaliber Maschinengewehr. Und ich werde die immer paarweise abstellen, denn die beiden Waffensysteme wirken unterschiedlich und ergänzen sich so ganz gut. Und damit ihr wisst, warum ich jetzt hier auch so schnell vorpresche, das hat zwei Gründe. Zum einen, laut Szenario-Briefing wissen wir noch nicht wirklich, dass der Feind da vorne auf uns lauert. Wir haben also hier unseren Aufklärungszug, der ja in der Regel 5 bis 10 Kilometer vor dem Mainbody, wie die Amerikaner sagen, fährt, also vor dem Hauptfeld der Streitkräfte und das Ganze aufklärt. Und natürlich rücken die auch schnell vor bis Feindkontakt. Die können sich nicht erlauben, dass sie hier mit 5 km/h durch die Gegend kriechen, denn sonst würde natürlich die Hauptelemente deutlich schneller aufschließen. Wir schauen uns jetzt mal an, ob wir hier irgendwo. Ich bin zu überlegen, ob ich hier irgendwo Deckung finden kann. Wir sehen jetzt hier, dass es hier eine kleine Anhöhe hochgeht. Hier hätte man eine Wanne-Unten-Position. Nachteil dieser Position ist, egal wo der Feind ist, und er kann hier drüben lauern, er kann da lauern oder er kann auch erst irgendwo ganz da hinten sein. Ich weiß es nicht. Dementsprechend wäre das hier eigentlich eine recht gute Position, die wir einnehmen sollten. Ich kann den Vormarsch bloß nicht wirklich gut überwachen. Mit dem zweiten Fahrzeug. Ja, doch, kann ich vielleicht schon. Kann ich vielleicht schon. Jetzt bewegen wir erstmal das Fahrzeug hier. Den Striker hier rüber. Das ist der mit der 12,7 mm Kanone. Bewegen wir den jetzt erstmal hier hin, dann müsste der Wanne unten sein. Denn ich möchte mit den Fahrzeugen hier durchstoßen und letztendlich auf die von mir ausgemachte Position kommen, in etwa hier, wo wir die feindlichen Anmarschwege eigentlich ganz gut im Blick haben sollten. Springen wir mal zurück zu unserem Fahrzeug. Wichtig ist, dass wir das Fahrzeug aufmachen, denn wie wir gelernt haben, ist das Aufklärungsgerät hier nur zu bedienen, wenn ein Besatzungsmitglied hier quasi rausschaut und rausschaut. Da werde ich diesen Remote, das Remote Weapon System haben, also den von innen fernsteuerbaren Turm. 5 Sekunden Pause und dann führen wir
Ja, die Frage ist, das kann natürlich auch hier kann jemand drin sein. Ob es so sinnvoll ist. Wie sieht es denn hier aus? Hier mal größere Entfernung. Das gefällt mir besser. So, von hier aus haben wir schon mal ganz gute Sicht. Das heißt, von hier aus kann man dann Unterstützungsfeuer geben für das zweite Fahrzeug. Auch hier Open Up. Und dann haben wir das zweite Team hier hinten. Jetzt bewegen wir uns auch schnell nach vorne. Ah ja, da haben wir eine ganz gute Position hier. Weißt du was? Da stelle ich das zweite Fahrzeug ab. Mit 15 Sekunden Verzögerung. Hier können wir zumindest diesen kleinen Hügel ein bisschen nutzen. Drehen wir uns hier mit dem Befehl G noch in die entsprechende Richtung. Face Command. Und von dort aus bewegen wir uns dann weiter. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal auf die Fahrzeuge drauf. Halt, Moment. Erstmal die Leute noch aus den Luken lassen. Ausschauen lassen. So, alle da. Perfekt. Ah, der Amerikaner wie immer mit Sonnenbrille, logischerweise. Dann drehen wir uns mal ein bisschen rum. Man merkt schon jetzt, das Tempo ist schon jetzt deutlich schneller, als es in jedem Zweiten Weltkriegsszenario jemals war. So, einmal hier einmal rundherum drehen. Ich finde es. Darf man das sagen? Ich finde das Fahrzeug irgendwie sexy. Ja, warum nicht? So, Kontakt hat hier noch keiner gehabt. Dann können wir gleich den nächsten Zug mit dranhängen, würde ich sagen. Bis wir den ersten Kontakt haben. Hier hinten ist das zweite Team. Und da hinten ist das zweite Fahrzeug von dem Team, zu dem jetzt wir hier gehören. So, jetzt müsst ihr dann hier eigentlich anhalten in der Wanne unten Position. Icons mal wieder an. Die Fahrzeuge sind ebenfalls angekommen. Cool, man kann die Funkgeräte hören im Fahrzeug. Im Übrigen auch hier, wie immer, das Spiel ist von mir doch relativ stark gemoddet, etwas weniger als die Zweite Weltkriegsszenarien, denn grafisch habe ich hier kaum was gemacht. Straßen sind ein bisschen besser, ein paar HD-Texturen, was aber wichtig ist, und könnt auch unten in der Beschreibung gerne euch den Link
anschauen bzw. auf den Link klicken. Ich habe euch das mein Mod-Paket quasi zusammengepackt. Ganz wichtig dabei ist die HQS Soundmod Version 5.0 oder 5.1 von Watzlaw oder Wacklaw heißt er, glaube ich. Der macht seit über 10 Jahren macht der Mods für Combat Mission und ganz ehrlich, das Sound-Update, Soundmod, die bringt dem Spiel so dermaßen viel, dass ich es wirklich jedem auch nur empfehlen kann. Jetzt schauen wir mal an, ob wir jetzt hier von hier aus Sicht aufbauen können auf unser nächstes Sprungziel für die Striker. Das ist hier drüben bei den Bäumen. Dann lasst man das erste Fahrzeug hier im Overwatch in Überwachungsposition und mit dem zweiten Fahrzeug verlegen wir schnell hier rein. Vielleicht ein bisschen weiter von den Bäumen weg, falls sich hier irgendwo Infanterie bewegt. Dann haben wir auf den M1227 Strikern haben wir im Inventar sozusagen zwei M136 AT4 Panzerabwehrwaffen. Die drücke ich jetzt meiner Infanterie schon mal in die Hand, zumindest eine der Raketenwerfer. Und vorne lasse ich sie auch sofort absitzen, um den Nahbereich zu sichern. Nicht, dass da noch irgendwo Infanterie in der Nähe rumspringt. Das müsste es gewesen sein. Da wir mit dem Fahrzeug jetzt hier an diesen Wäldern vorbeifahren, werde ich den Geschützturm einfach mal in die Richtung drehen lassen, damit hier ein bisschen Augenmerk auf den Sektor geworfen wird. Denn hier vorne sichert er das zweite Fahrzeug ab. Halt, das war falsch. Hier vorne den Wegpunkt. So, dann ist der Turm entsprechend in die Richtung ausgerichtet. Und ab hier hebe ich den Befehl wieder auf mit dem Face-Kommando, also in die Richtung schauen. Dann haben wir das hier gemacht. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Hier haben wir noch keine Sicht. Schauen wir uns mal an. Damit man die Sichtlinie ganz gut einschätzen kann, gehe ich jetzt mal auf die ungefähr auf Augenhöhe hier das Fahrzeug, das man hier am Turm. Ja, ein bisschen weiter kann er noch nach vorne. Und hier ebenfalls mal langsam nach oben aufklären. Wisst ihr was? Ich lasse die Infanterie hier absetzen. Wie viele Meter haben wir dann noch bis zur Waldkante? Von hier sind es nochmal... Oh, 200 Meter ist doch viel. Das sind doch keine 200 Meter, oder? Anscheinend doch. Überprüfen wir mal von dem Endpunkt, ob ich dann hier... Spotter ist Hull Down, das sollte passen. Ne, das wird passen. Okay. Haben den nächsten Zug gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal direkt hier an das Fahrzeug ran. Nichts zu sehen. Infanterie setzt ab. Ziemlich hoch hier der Weizen. Uns verschwinden ja fast. Scheint feindfrei zu sein. Ist ja noch keine Kontakte. Kann der überhaupt hier ordentlich drüber schauen? Ein bisschen weiter vor müsste er wahrscheinlich noch. Nee, sieht ruhig aus. Schauen wir uns natürlich an, ob das auf der anderen Seite ebenfalls der Fall ist. Es müsste sich eigentlich gleich der Turm rüberdrehen.
Schauen wir mal. Ja. Alles ruhig, kein Beschuss. Hoppala, Fahrzeug verloren. Ja, schon ungemütlich, wenn man da, um gut aufklären zu können, quasi den Kopf rausstrecken muss und Oberkörper. Nee, keine Feindentwicklung hier. Mal sämtliche Icons wieder an. Nichts zu sehen. Ja, das Fahrzeug ist unterwegs. Ich darf die Infanterie mal ein bisschen aufklären und das Fahrzeug ziehen wir jetzt auch ein bisschen nach vorne. Habe ich den jetzt eigentlich? Ja, die haben die AT4 dabei. Das Team hat ebenfalls eine AT4 dabei. Auch hier rutschen wir ein kleines Stück vorwärts und ab hier neues Sprungziel. Dann über die freie Fläche möglichst schnell nach hier vorne. Das müsste es gewesen sein. Komm, ich denke mal, wir bleiben bei dem Fahrzeug hier. Mach mal die Icons mal aus für stimmungsvolle Optik hier. Fahrzeug gesichtet. Ja, der APC. Hier unser Striker hat den gesichtet. Was haben wir da? Sieht aus wie ein BRMD. BDM. Jetzt muss ich nachschauen. Komm, machen wir gleich mal. Was ist das für ein Fahrzeug? Sowjetische Fahrzeuge, Russian Ground Forces Vehicles. Panzer sind es nicht. Es ist auf alle Fälle ein Aufklärungsfahrzeug mit vier. Hier. Ein BRDM, Armored Scout Car. Das müsste es sein, ja, das sieht so aus. Wow, das ist der MK-19 Granatwerfer. Hohohoho. 40 mm Granaten. Und zwar nicht so knapp. Das zweite Fahrzeug schießt ebenfalls. Ich spule nochmal ein Stück zurück. Ich hatte gerade die Anzeige noch mit drin, gell? So, hier war das. Haben die Spezialmunition? Panzerbrechend oder so? Schauen wir uns das mal von der anderen Seite an. Besonders gezielt liegt es aber nicht, das Feuer. Ich glaube, dass die MK-19 hier kein einziger Treffer gelandet hat. Das 50 Cal macht Rambazamba hier.
Da bewegt sich noch. Infanterie, das wird die Panzerbesatzung sein. Ist das die Panzerbesatzung? Das Aufklärer? Wahrscheinlich, oder? Wir können hier sehen, der Soldat hat eine RPG dabei. Für Panzerabwehr. Ich bin eh mal gespannt. Tatsächlich, wenn jetzt hier so viele Leute rumlaufen mit vollautomatischen Waffen, also mit den Kalaschnikows und den M4s, wie sich das auf das gesamte Spiel auswirkt. Ich hoffe, dass die Infanterie natürlich jetzt hier noch beseitigt wird. Aber der MK19 macht schon was. Moment. Hier hat auch jemand was entdeckt. Wer sieht das Icon hier? Man weiß nicht genau was. Jetzt schauen wir mal, dieses Fahrzeug oder das andere. Ja, das Fahrzeug, der meint irgendwas gesehen zu haben. Das Fahrzeug noch nicht. Ihr seht ja, wenn ich es anklicke, dann verschwindet das Icon. Das heißt, er hat meint irgendwas gesehen zu haben, irgendein Fahrzeug, weiß aber nicht genau, was es ist. Bleiben wir mal hier drauf. Nicht zu sehen. Turm dreht sich wieder nach vorne. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir hier in dieses Gebiet einfahren können ohne Feindwirkung. Schauen, ob die Infanterie noch absitzen kann in dieser Runde. Auch noch kein Feindkontakt hier. Ich muss hier aufpassen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich über den Bahndamm. Oh, offensichtlich kann ich über den Bahndamm schon drüber schauen. Ja, wir sehen da hinten was. Werde ich mich ein bisschen zurückfallen lassen müssen. Wir haben noch ein zweite aufgeklärte Position hier drüben. Sowjetische Infanterie mit RPGs. Also russische. Am Ende des Let's Plays schaffe ich es bestimmt, dass ich von Russisch spreche und nicht mehr von Sowjetisch. Okay. Ups, es wird mir schlecht, die Kamera dreht zu viel. Ja, also wenn man hier dieses Scout-Team mit der RPG noch aus. Reichweite 2 bis 800 Meter. Na gut, so weit wird die nicht agieren. Ich begleite mal die Infanterie hier mit dem Fahrzeug mit. So, jetzt hier von mir ein kleiner. Jawohl, ein kleiner Trick, den glaube ich, brauche ich hier noch nicht. Ja, können wir es derweil lassen. Und auf der anderen Seite. Also, von hier aus kann ich offensichtlich schon ein Stück weit hier reinschauen. Lass mal erstmal die Infanterie absetzen. Ich lasse erstmal die Infanterie absetzen. Was wahrscheinlich jetzt passiert ist, ich gehe davon aus, dieses Fahrzeug hat jetzt auch diesen Kontakt hier drüben. Ich gehe davon aus, dass sie das nicht gesehen haben, sondern dass sie im Prinzip über diesen Striker hier natürlich über Funk bzw. über das über den Blue Force Tracker schon eingetragen worden ist auf der Karte. Das heißt, dass dieses Team hier auch sieht. Wir können mal schauen, ob die Befehlskette weiter auch schon funktioniert. Vom Scout Platoon. Ha, nee, es gibt noch gar keine Befehlskette. Wir können mal schauen, ob die beiden Fahrzeuge. Auch die beiden Fahrzeuge wissen, dass was ist. Und wir können sehen, die Position ist leicht unterschiedlich, je nachdem, was hier der Fahrzeugkommandant denkt. Ich
Würde mich mal interessieren, ob die beiden Fahrzeuge drüben auch schon wissen, dass wir hier Infanterie bekämpft haben. Ja. Ja, das wird quasi alles live hier auf die. Ah, schaut mal an. Das Fahrzeug geht noch davon aus, dass das Aufklärungsfahrzeug noch lebt anscheinend. Der hat die Meldung noch nicht erhalten. Und so ist quasi für jeden hier auf dem Schlachtfeld die Sicht des Gefechts quasi hier für den einzelnen Soldaten, für die einzelnen Fahrzeuge jeweils anders. Ja, komm, den Zug machen wir noch. Also der MK-19 ist nicht besonders treffsicher, möchte ich mal sagen. Mir wäre auch wesentlich wohler, wenn ich wüsste, ob ich den RPG-Schuss erwischt habe. RPG-Treffer. Was haben wir für Schäden davon getragen? Kaputten Reifen haben wir. Das gefällt mir natürlich jetzt gar nicht. Ich hätte gehofft, dass wir den RPG-Schützen hier noch erledigen können. Ja, da liegt er. Sehen tut er ihn. Bekämpft hat er ihn nicht. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Gut, gehen wir rüber auf die Flanke. Bekämpft hier die Infanterie, die wir auf dem Bahndamm gesehen haben. Ja, ich muss das Fahrzeug da wegbringen. Keine besonders gute Runde gerade. Gut, wir hatten jetzt noch einiges an. Ich schaue jetzt mal durch. Wir hatten einiges noch an aufgeklärten Einheiten im hinteren Bereich. Was haben wir denn da? Das müsste eine Schilka sein. Luftabwehr. Die müssen wir ausschalten. Luftabwehr ist eines unserer Priority Targets, also Prioritätszielen. Denn ohne dass wir die Luft. Unterstützung hier ausschalten, können unsere Flugzeuge nicht greifen. Also eine Schilka. Plus drei weitere Fahrzeuge irgendwo. Das müsste es gewesen sein. Bin gespannt, wie schnell der Striker überhaupt noch fahren kann mit dem kaputten Reifen und ich hoffe auch, dass wir die RPG noch ausschalten können. Gut. Immerhin bin ich schon mal in einer Schlüsselposition. Muss man natürlich schauen. Also wichtig wird es jetzt für mich, dass ich die Schlüsselposition insofern auch sinnvoll ausnutze, um den rückwärtigen Bereich der Sowjets, der Russen hier ein bisschen aufzuklären, um mich da auch festhalten zu können. Und hier auf der Seite müssen wir ein bisschen weitermachen. Und ich glaube, ich habe mich hier versprochen, beziehungsweise habe es nicht besser gewusst. Im Chat steht Tunguska. Schilkas sind, glaube ich, älter, gell? Tunguska ist quasi das moderne Äquivalent. Aber das schauen wir uns in der nächsten Ausgabe an. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Ausgabe wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Ciao, Pfiat, Zeug, Servus.